Hier ist Leonie, aber ich rufe später einfach nochmal zurück. Ist es egal. Aber nicht die Leonie, oder? Also die Ex-Freundin, die Kevins Heiratsantrag abgelehnt und ihm krass das Herz gebrochen hat? Also, dass du dich hier überhaupt traust anzurufen. Ja, das stimmt. Wir werden richtig sportlich. Oh, Muss erst trinken. Wer hat dieses Monsterpaket bestellt? Oh, wow. Ist das Fernseher? Also ich nicht. Das Chico? Bildschirm. Ja. Also. Hast du das bestellt? Nee. Nein, der Bote war da und das ist an dich adressiert. Vielleicht ein Geschenk. Kannst du mal auspacken, auspacken. Hey, was hab ich denn nicht bescheuert? Oh. Du weißt gar nicht, was das ist. Ach so? Oh mein Gott, diese Folie, ich liebe diese Folie, ich liebe das, diese Dinger zu bocken. Kann ich bitte die Folie haben? Ach so? Ich, oh, so. So. Oh. Leo. Das ist noch riesiger, als ich gedacht habe. Will Kevin dich zurückhaben oder was geht hier ab? Nein, nein, nein. Ich habe das Bild bestellt. Weil du Kevin zurück willst oder wie? Nein, ich habe das schon vor ein paar Monaten bestellt für seinen Geburtstag heute. Ich werde ihm das Bild zum Geburtstag schicken. Oh. Also wenn ihr mich fragt, ich finde es ein bisschen kitschig. Schön. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Also ich meine, heute ist sein Geburtstag. Soll ich ihm gratulieren oder kommt es dann wieder komisch? Kommt es dann wieder so, als ob ich ihn einenge oder ihn irgendwie falsche Hoffnung mache? Doch, mach ruhig, gratulieren. Ich glaube, der freut sich. Leo, ich glaube, das ist keine gute Idee. Das klingt nach Stress. Lass da lieber sein. Oder? Ich weiß nicht, aber vielleicht kommt es auch komisch, wenn ich es nicht mache. Ja. Team Paco, ist keine gute Idee. Okay, wisst ihr was? Ich gehe erstmal duschen. Ich überleg's mir einfach nochmal. Okay. Du hättest mich fast umgebracht. Wow. Der Anblick von dem Foto gerade hat mich echt ganz schön getroffen. Sofort kamen mir all die Bilder von den schönen Zeiten mit Kevin in den Kopf. Auch wenn ich ihn ab und zu vermisse, ich weiß, dass die Trennung das einzig Richtige für uns war. Hey, Leo. Es geht. Bist du fleißig dabei, Wäsche zu machen? Warum seid ihr so komisch? Was ist los? Das ist egal, Leute. Leo, wir vermissen Kevin und wir würden gerne ihm gratulieren, aber wir wissen nicht, wie es so mit dir ist. Wir wollen dich nicht verletzen. Und also ich hätte es ja gar nicht kommuniziert, ich hätte es im Geheimen gemacht. Ihr seid süß, außer du. Guck mal, nur weil ich mit Kevin getrennt ist, heißt es ja nicht, dass ihr nicht mehr mit ihm befreundet sein dürft oder ihn meiden müsst oder so. Und ich meine, ich war auch echt lange mit ihm zusammen und... Ich habe eben nochmal nachgedacht und ich finde, es ist das einzig Richtige, dass ich ihm auch gratuliere. Vamos! Nicht alleine, aber guck mal, wenn wir jetzt alle zusammen arbeiten, dann kommt es auch nicht so komisch, wenn ich ihm gratuliere und dann können wir einfach als Freunde ihm gratulieren. Das klingt gut. Weißt du, das ernst ist doch voll cool. Okay. Nice. Eine sehr gute Idee. Ich mache einfach auf laut und wir rufen an. Alles klar, perfekt. Let's go. Ich hoffe, es geht auch an. Happy Birthday to you. Stopp. Hier ist nur Anina. Ich bin die Freundin von Kevin. Das Geburtstagskind ist gerade im Bad. Wer ist denn dran? Die Nummer ist gar nicht eingespeichert. Dann kann ich die Glückwünsche ausrichten. Hier ist Leonie, aber ich rufe später einfach nochmal zurück. Ist es egal. Aber nicht die Leonie, oder? Also die Ex-Freundin, die Kevins Heiratsantrag abgelehnt und ihm krass das Herz gebrochen hat? Also, dass du dich hier überhaupt traust anzurufen. Nach allem, was ich so über dich gehört habe, deine eiskalte Abfuhr. Also, ich glaube nicht, dass Kevin noch irgendwas von dir hören möchte, ehrlich gesagt. Oh, und ich glaube, dass Kevin das sehr gut alleine entscheiden kann, okay? Und ich glaube auch, dass ich Kevin einen Tucken besser kenne als du. Ich weiß nicht, wie lange du ihn kennst, wahrscheinlich ein paar Stunden oder nur vor allem Nacht, ich weiß es nicht. Weil Kevin und ich waren extrem lange zusammen, okay? Also lass das mal meine Sorge sein, entspann dich. Wow. Ich denke einfach die Schaden, Alter? Ja. Wow. Leo, komm mal her. Sei jetzt ehrlich. Hast du noch Gefühle für Kevin? Was? Nein. Nein, Leute. Sicher? Weil es fühlt sich so an. Nein. Das
mit der Trennung mit Kevin, das war das einzig Richtige. Nur, Mann, keine Ahnung, wir hatten halt echt eine besondere Zeit und ich wollte nie, dass es so scheiße zwischen ihm und mir endet. Und keine Ahnung, aber eigentlich freue ich mich auch für ihn, dass er irgendwie eine neue Stadt gefunden hat anscheinend und schon eine neue hat und offensichtlich meine Nummer gelöscht hat. Mann, ich will mich freuen, aber irgendwie ist es auch ein mieses Gefühl. Ja, wir verstehen dich. Ja, wir verstehen dich. Ich würde vorschlagen, wir werden Kevin für heute vergessen und wir machen ein schönes Barbecue. Hört sich das an? Yay. Ich wäre dabei. Yay. Komm schon, eine gute Grillparty, ein bisschen chillen, dann kannst du dich ein bisschen ablenken. Sag ja. An diesem beschissenen Tag kann sie ja eigentlich nur besser werden. Perfekt. Stell dich nicht an, nur heute, okay? Kannst du mal aufhören, so nah an mich zu kommen? Erstens. Zweitens, war, ist und wird Krillen immer eine Männersache sein. Es ist ja, okay, du warst ein Mann. Nacho! Leute, ihr seid anstrengend. Kevin hat mir eine Nachricht geschickt. Müsst du die Freiheit schicken? Okay, cool, was sagt ihr? Oh. Was fällt dir ein, meine Freundin dumm anzumachen? Spinnst du? Du hast mich aus deinem Leben geschmissen und akzeptiere jetzt auch, dass ich ein neues Leben habe und glücklich damit bin. Ohne dich, Geburtstag oder nicht, ich will nichts mehr von dir hören. Lösch meine Nummer. Nee, das ist eine ganz klare Sache. Das ist aus der puren Emotion geschrieben. Gib dir mal ein paar Minuten. Glaub mir. Was erwarte ich eigentlich? Mann, ich kann ihn sogar verstehen. Ich habe ihn zutiefst verletzt und vielleicht war das einfach doch zu viel von mir, zu früh. Ich mach das. Guck mal, diese Frau am Telefon, die war auch echt dreist zu dir und du hast dich einfach nur verteidigt. Das ist dein gutes Recht. Ja, die war wirklich scheiße. Allein schon die Stimmlage. Also sorry, aber ich brauche echt nicht mehr reden lassen. Genau. Was will ihr überhaupt von so einer? So, Leute, wir haben Besuch. Hallo. Beate ist im Bett. Du, ich wollte mitkommen. Ich hab, Kevin hat mich zwar nicht eingeladen, aber ich wollte ihm eine Freude machen. Beate, komm ruhig rein. Mein Ex-Chef, ich wollte ihn einfach mal wiedersehen und ich habe ihm was Leckeres gemacht. Okay, ich nehme dir das lieber ab. Ja, so, also natürlich. Danke schön. Gerne. Okay, aber wer ist diese Frau? Das ist Beate, die. Also. Und wer bist du? Ich bin Lilly. Wer ist Lilly? Kenn ich nicht. Vamos. Beate, sollen wir mal kurz vor die Tür? Ich muss dir was erzählen. Ja. Warte, ich kläre das hier erstmal ganz kurz auf. Beate, ich glaube, du hast da was noch nicht mitbekommen. Ich war lange nicht hier, das stimmt, ja. Kevin und ich. Wir sind nicht mehr zusammen. Ich habe mich von ihm getrennt. Er ist jetzt in Gera zurück in seiner Heimat und. Na, Leonie, was ist mit dir? Ganz ehrlich, der Mann, das war ein ganz patenter Kerl. Das war das Beste, was dir passieren konnte. Der hat dich auf Händen getragen. Der hat dir den Wunsch von den Lippen abgelesen. Und so was schießt du den Wind? Hallo? Was stimmt mit dir nicht? Okay, Beate, das reicht. Das hat alles schon seine Richtigkeit und du musst nicht noch mehr in die Wunde drücken, okay? Was mache ich jetzt mit meinen Sachen? Hab ich extra mehr Mühe? Beate, dann geh doch auf den Campingplatz und verteil das Essen. Ist doch easy. Ja, das wäre eine gute Idee. Alles gut. Ich komme klar, du kannst einfach hier bleiben, Beate. Wir haben uns lange nicht gesehen und am besten gehst du sofort raus. Wir grillen nämlich und dann kannst du sie da. Ja, komm, Beate, komm einfach mit. Ja, wir haben Bierchen draußen. Ist schon kalt gestellt. Komm mit, komm mit. Ich mach das schon. Komm. Einmal geradeaus, da haben wir kaltes Bier für dich. Ich krieg das in den Griff. Ab morgen, ich schwöre euch, beginnt mein Neustart. Sehr gut. Kevin hat einen Neustart und dann schaffe ich das ja wohl auch. Ja, richtig so. Ah, schön. Ja, richtig schön. So. Gut so. Okay. Oh, was poppin', Party People? Hey, der Boys, man. Hey, how you doing? Alles klar? Ey, sorry, Dings, Jill kommt später nach, ja? Mhm, perfekt. Die ist verhindert, aber mal was Grundlegendes. Was ist hier los? Beate ist hier? Hallo, was geht ab? Was feiern wir heute eigentlich? Ist hier irgendwie Kevins Geburtstag oder habe ich was verpasst? Oscar, wir feiern heute das Leben. Das Leben. Das Leben feiern das wir heute. Das ist geil, weil oder? Das Leben ist für mich grundsätzlich schon genug Grund zum Feiern. Ich brauche ein Bier. Du kriegst ein Bier. Hier, bitteschön. Lass es selber aufmachen. Danke, easy.
gerade eine Mail bekommen von der Tanzschule. Alter, Leonie. Ja, ich habe auch eine Mail bekommen von der Tanzschule. Haben wir uns von der Ewigkeit mal beworben? Okay, machen wir auf. Auf drei. Das wird doch, Mann, ich weiß nicht. Wir haben uns mega verabschiedet an dem Tag, oder weißt du noch? Aber vielleicht suchen die irgendwie Ersatz oder so. Oder die haben euer Potenzial erkannt. Komm, jetzt mach auf. 3, 2, 1. Ich sage, toll, wie immer. Steht da groß und fett. Geil. Ich meine, was soll eigentlich heute noch passieren an diesem beschissenen Tag? Ich kapier's nicht wirklich. Das ist der richtige Moment für die Shots. Perfekt. Komm, zugegriffen. Leute, Feier. Was soll ich denn bitte trinken? Auf die Zukunft. Es kann ja nur besser werden. Komm schon. Ja, dann aus Leben, oder was? Wir bleiben positiv. Yay. Auf die Zukunft. Tschüsschen. Tschüsschen. Ich warte. Ist das stark. Oh, was hast du gemacht? Oh, Leonie, komm. Wirklich, alles läuft schief. Egal, was privat ist, aber es beruflich jetzt nicht mal irgendein Tanzstudio interessiert sich für uns. Vielleicht sollten wir einfach unser eigenes Tanzstudio aufmachen, wirklich. Einfach unser... Alter! Das ist es. Das ist es. Hä? Das ist unnormal die geile Idee. Denk mal drüber nach. Stell dir das mal kurz vor. Mädels, du meinst, und? Also das war gerade eigentlich eine Schatzidee, das war nur so dahingesagt, unser eigenes Tanzstudio, aber das klingt guck mal, wow, eigene Kurse geben. Wir könnten selbst entscheiden, was, wann, wo, wie. Alles! Mein Gott, warte kurz, wo wollt ihr das machen? Ihr habt doch keinen Platz dafür, ihr müsst mal einen Raum mieten oder so. Werkstatt? Werkstatt! Ist Werkstatt! Ja, ist mal ohne Spaß, das, an sich würde das passen. Ja. So Tanzstudios sind meistens in so älteren... Ja, das ist ja, und da ist es so hoch und hohe Decken. Ja. Alter, das ist so eine brillante Idee. Ich das könnte. Okay, die Nacht wird kurz, sag ich euch. Wir müssen das einen Schlafplan machen. Ihr wollt das heute machen? Natürlich machen wir das heute weg mit dem Alkohol. Wir machen uns jetzt einen richtigen Plan. Ja. Hä? Aber erstmal was die essen. Nacht wird kurz. Wir werden ganz bestimmt nicht ins Bett fallen. Cool, wirklich, das ist so cool. Ich guck, ob die Hebel runter machen oder. Könnte man schaffen, ja? Ja. Staubig, ne? Wow, das ist ja gruselig. Was ist das? Leonie! Wow, das bist du! Okay, das ist top, ganz hübsch. Ja. Und Kevin ist es. Was kann denn das heißen? Was denn? Ja, es ist schon okay. Maus, tut mir leid, ich wusste nicht woher, wohin damit, deswegen habe ich da versteckt. Soll ich das wegschmeißen? Oder? Also das musst du sagen. Nein, nein, du hast recht. Das gehört in den Müll. So schlimm war es jetzt nicht, ne? Sehe ich das am besten nie wieder? Ja. Ja. Komm mal. Nein, ich hänge mich da jetzt nicht dran auf. Ich steige mich da nicht rein. Das ist Vergangenheit. Ich hatte eine wunderschöne Zeit mit Kevin, aber ich konzentriere mich jetzt auf das Hier und Jetzt, auf unsere Tanzschule, auf die Zukunft und schließe damit endgültig ab. Genauso wie er das auch tut. Das ist ein guter Plan. Okay, und am besten, ich lösche sogar direkt seine Nummer. Jetzt sofort sogar. Oh, wow. Nein, das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit machen und hab's nicht gemacht, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt sofort? Ja, das ist jetzt schon sofort. Krass. Ich tu's jetzt einfach, weil er das auch genauso wollte. Er will einen Neustart und ich brauche diesen Neustart auch gelöscht. Puh, okay, das fühlt sich richtig an. Perfekt. Das wird einfach unser eigenes Tanzstudio. Das wird unsere Zukunft. Carlo, gehen wir ganz kurz mal reden unter vier Augen. Bitte. Oh, ja, der ist richtig. Lava. Wow, dieses Lachen ist echt das Schönste auf der Welt. Ich habe halt das Gefühl, dass ich mich Tag für Tag halt immer ein Stück mehr in sie verliebe. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber es ist so. Wir passen nicht zusammen, okay?